Ja, während meines Studiums habe ich ein Praktikum hier bei der FSAG gemacht, in einer IT-Abteilung und habe dadurch die notwendigen Kontakte geknüpft, um mein Auslandssemester bzw. meine Abschlussarbeit wirklich in Peking in China schreiben zu können. Da war ich dann 3 Monate, habe das dann soweit da gemacht und hatte auch noch die Möglichkeit für einen kurzen Abstecher nach Tokio, zur VWFS Japan. Habe ich da mal ein bisschen umgeschaut, Leute kennengelernt, ja. Manche besuchen mich hier immer noch, ja. Es ist sehr spannend da gewesen, Tokio ist wirklich eine schöne Stadt. Ja, dann wieder zurück nach Deutschland, Abschlussarbeit geschrieben, abgegeben, Studium dann beendet und mich einfach hier beworben. Und dann hat es auch geklappt. Und seitdem, das war Ende 2009, arbeite ich hier in IT, betreue da SAP, CRM-System und habe seit Februar die Teamleitung übernommen. Und ja, ich würde mal sagen, das macht mir schon sehr viel Spaß gerade. Und ins Ausland möchte ich eigentlich auch nochmal. Und ja, da denke ich, in den nächsten 1-2 Jahren wird sich da eine Möglichkeit ergeben.